Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde von Jackbox. Es gibt neue Spiele, die über den Jackbox Fan Launcher Dingens gibt es neue Übersetzungen. Wir werden heute wahrscheinlich zwei Spiele von Jackbox Teil 8 spielen. Und das erste ist Weapons Drawn und darin zeichnet man Mörderwaffen und bringt damit jemanden um. Versteht ihr, weil man sie zeichnet und nicht nur zieht. Wir sind alle Mörder und wir sind Detectives. Und Künstler. Weil ich ja, bin Künstler. Detective. Wir sind alle Detectives und alle Mörder. Fully, wenn ich Detective bin, dann bin ich nicht der Mörder. Dann gibt's jetzt die Golden Deagle. Nein. Moggy, das ist nicht. Das ist ein anderes Fully, Spiel. Fully, wir holen alle die One-Hit-Waffe raus. Ich bin der Detective und ich möchte, dass du die Schnauze hältst, okay? Sonst muss ich leider davon ausgehen, dass du der Mörder bist. Nein, du hast nicht diese Autorität, also du bist genauso gleich wie wir alle anderen. Ich finde es übrigens nice. Wer ist dafür, dass Fully der Mörder ist? Ich. Ich auch. Ich finde es übrigens nice, Moggy, wie du einfach in-game dieselben Schleifchen im Bart hast wie in echten Leben. Das stimmt. Und ich habe dieselben Bart. Er hat auch gleich viel Haarwuchs. Oh mein Gott, ich hab sogar das Muttermal, was ich hab. Ja. Ja, Johnny und ich, unsere Avatare wurden gut getroffen. Wollen wir eigentlich anfangen? Ja. Los geht's. Maeve, starke Koteletten. Danke. Vor gar nicht so langer Zeit, an einem Abend, der von Mord und Machtspielchen geprägt werden soll. Ich hab Lautstärke auf Maximum übrigens, also lass mich in Ruhe. Bei mir war es so leise und plötzlich brüllt Morgi los. Mörder der Welt waren. Boah, die hinterhältigsten Mörder. Sie haben sich einen einzigartigen Wettbewerb ausgedacht, bei dem sie Punkte für das Aufklären von Verbrechen erhielten und Punkte für das Begehen eben dieser. Ich würde gern Verbrechen aufklären. Ich frage mich, wie viele von solchen perversen Spielchen reiche Menschen tatsächlich schon gemacht haben und gerade machen. Für die erste zu sehen, die ihr zeichnen werdet. Doch seid vorsichtig. Als Mörder habt ihr auch eine Visitenkarte. Ein Buchstabe eures Namens, den ihr in euren Zeichnungen unterbringen müsst. Gebt euer Bestes, wenn ihr die Buchstaben im Bild versteckt. Ungefähr so. Ah, verstehe. Wenn eure Visitenkarte nicht gut versteckt ist, könnten eure Detektivkollegen sie vielleicht entdecken und die Waffe euch zuordnen. Oh nein. Zeichnet jetzt eure beiden Waffen und versteckt eure Visitenkarte. Warte, was ist meine Visitenkarte? Das ist das, was ich jetzt gerade sehe, oder? Ja. Okay. Oh Gott, okay, die will ich vielleicht ein bisschen kleiner machen. Ha, eine Waffe habe ich schon. Jetzt muss ich mir überlegen, was mache ich mit meiner anderen. Wie, du hast schon eine? Wie viel macht man denn? Zwei. Oh. Übrigens, solltet ihr schon einmal gespielt haben, könnt ihr die Tutorials in den Einstellungen deaktivieren. Ich verspreche, ich werde es nicht persönlich nehmen. Das sagen sie immer und dann heißt es, warum mutest du das Spiel immer, Streamer? Dann wird mir jetzt mal wohl gezeichnet. Oh, ich habe ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ja, doch. Ja, das ist eine gute. Ich habe eine gute Waffe gemacht. Ich auch. Muss ich mir dann eine davon aussuchen? Ich weiß nicht genau mehr, wie das war. Ich versuche gerade die Größe zu sein, aber ich drehe es die ganze Zeit immer nur und das ist ein bisschen verzwickt. Eine verzwickte Zwiebel, meine Freunde. Aurora Borealis um diese Jahreszeit? Oh ja. In deiner Küche? In diesem Teil des Landes. Ich hab's gestern erst geguckt. Ganz großartig. Ich bin fertig. Kann ich's mal sehen? Ich hoffe, ihr habt diese Folge genutzt. Ich bin gerade auch mit meiner zweiten Waffe fertig und ich überlege, ob ich sie komplett wieder lösche. Ja, ich lösche die wieder. Fully, das Haus brennt. Das ist okay. Das war geplant. Es sind nur die Nordlichter, Mutter. Meine Waffen sind nicht so aufregend, aber ich denke, sie werden ihren Zweck erfüllen. Und der Zweck ist es, einen Mordfall aufzuklären. Denn irgendjemand von euch hat jemanden ermordet.
Der Zweck der Waffe ist. Wir alle werden jemanden ermorden jetzt. Der Zweck der Waffe ist es, den Mordfall aufzuklären. Finde ich auch gut. Ich will ja nicht mit meinem Pinsel auf jemanden zeigen. Doch, willst du. Aber es gibt ja zwei Leute, die verdächtig lange brauchen dafür, dass sie nur einen Fall klären wollen und nicht eine diabolische Mörderwaffe bauen wollen. Wir sind alle Mörder, Morgi. Ich frag mich gerade, wie man den Buchstaben verstecken soll. Das geht doch nicht. Man kann das immer erkennen, was der Buchstabe ist. Okay, Johnny hat also einen Buchstaben, den man leicht erkennen kann. Ja, ich kann nicht auf Abschicken klicken. Submit? Geht nicht. Vielleicht musst du refreshen. Oh nein, das passiert manchmal. Oh. Ich bin fresh, ja? Okay. Das sind 10 Sekunden. Morgi, du siehst so diabolisch aus. Klappt's noch, Maeve? Perfekt. Ja, oh Gott. Kann es sein, dass du... Benenne deinen Geheimen. Ich bin gespannt, was Maeve hatte. Benutzt euer Gerät, um eurem Gast einen Namen zu geben. Warte, was soll ich denn da machen? Du musst ihr einen Namen geben. Irgendwas. Das sind ja auch unsere Opfer. Wir bringen uns nicht gegenseitig um, sondern wir bringen die Gäste. Ich frage mich, wie viele von uns den gleichen Namen gewählt haben. Genau. Warum richtig. Sollten wir den gleichen Namen wählen? Keine Ahnung. Sagst du es uns doch, Fully. Ich hab Fully gesagt, oder? Um mich umzubringen. Begrüßen Sie mit mir die Ehrengäste unseres heutigen Abends. Was ein Ball. Das ist wie mir. Oh, klatschen! Aua, ich hab mich am Mikrofon geschlagen. Alter, man hat halt noch gehört. Bei dir hat man auch nur so ein gehört. Ich bin der Gastgeber, Lord Tippett. Oh, und sie sehen alle genauso aus. Ich kann nicht klatschen, ich hab zwei Mückenstiche am Finger, ist weh. Sie haben Geschenke dabei. Das ist die schlimmste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Es tut wirklich weh. Ich kann nur so klatschen. Nicht zu vergessen. Diese Geschenke enthalten alle Sag mal, Fully. Welcher Buchstabe könnte das sein? Herzlich willkommen heißen. Bernhard Hoecker. Meine Damen und Herren. Jonathan. Jonathan. Dahlia Darknet. Und zu guter Letzt kommt einer, der reinscheißt. Das ist gar nicht so lustig. Ey, das bin ich. Wunderbar. Dann wollen wir. Oh, einer ist von der. Warte, hatten wir ja zwei, die reinscheißt. Lösch dich. Nur eine Modeerscheinung ist. Wenigstens können wir mit Ihnen in der Nähe sicher sein, dass alles mit rechten Dingen zugehen wird. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Und jetzt werden sie umgebracht. Ja. Jetzt kommt der spaßige Teil. Wählt den Gast. Oh mein Gott. Einer war sehr schnell weg gerade. welchen Gast zum Töten? Wissen darüber, was eure Detektivkollegen geschrieben haben könnten. Oder stochert einfach etwas im Nebel. Der erste von euch, der herausfindet, wer einen Gast mitgebracht hat, ermordet ihn. Wer ist Lord Tippett? Die Tat wird jedoch desjenigen Waffe am Tag. Das ist unser Gastgeber, denke ich, oder? Und beeilt euch. Das Licht kann jede Sekunde wieder angehen. Das Licht. Oh, das ist, kennt ihr Mord im Dunkeln? Das hat so Spaß gemacht. Also das ist so ein Gesellschafts... Ja, ist halt ein Spiel, das heißt so. Hab ich früher mal mit Freunden, wie nennt man es? In der Nachbarschaft haben wir es viel gespielt. Mit meinen Geschwistern, mit deren Freunden. Und man braucht ein paar mehr Leute. Auf so Ferienhöfen haben wir es auch gespielt mit halt anderen Kindern. So, wie oft muss ich noch Gäste zum Töten auswählen? Da werden am Anfang wird ausgelost. Einmal getötet hast. Da wird auch ausgelost, wer Detektiv ist, wer Mörder ist. Dann stand man dir öfter falsch wahrscheinlich, Muggi. Und wer ein normaler Partner falsch ist. Oh ja. Verflixt! Ja, ausgelöst. Oh nein. Oh. Alles ist in heilige Macaroni. Juni? Oh nein. Fully. Ermordet. Jeder erfolgreiche Mord bringt dem Mörder einen Punkt ein. Aber ich habe 10 Versuche oder so gebraucht. bei so wenig Möglichkeiten. Das ist gut, dass kein Mord die besten Detektive der Welt noch verblüffen kann. Zeit, an die Beweistafel zu gehen. Okay, decken wir auf. Aha, wir haben die Tatwaffen gefunden. Konzentrieren wir uns zunächst auf lediglich 2 dieser teuflischen Utensilien. Durch Untersuchung der Leichen können wir feststellen, wie viele schreckliche Anschläge auf das Leben eines jeden Gastes verübt wurden. Und wenn ihr einen dieser Gäste mitgebracht habt, erhaltet ihr für jeden dieser Versuche Punkte.
Morgi war auf jeden Fall nicht dabei, da stehen keine Zinnversuche. Stimmt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass diese Waffen einigen ihrer Geschenke bis aufs Haar gleichen. Wie ironisch. Unglücklicherweise haben wir wirklich nur Zeit, komische Namen. Dieser Falle zu lösen. Was sind das für Namen? Wieso ist das ein Cello? Ich weiß es nicht. Sie die Beweise, besprechen er spielt Sie halt gern Cello. Und wählen Sie anschließend den Fall, was ist das für eine Schubkarre, bitte schön, Johnny? Ja, ich habe keine Schubkarre gemalt. Welchen so, Fall will ich untersuchen? Oh, das ist eine Schubknarre. Okay. Ich würde sagen, der gute Bernhard Höcker. Wirklich? Okay, dann der Höcker? Der Höcker, ja. Fudi, was soll deine Waffe darstellen? Welche meinst du? die wir hier sehen. Ich sehe keine Waffe von mir. Man kann Beeil-Dich-Timer drücken. Ja. Beeil-Dich-Timer. Exzellent, wir haben unseren Fall. Sie da. Ich habe sie willkürlich ausgewählt. Oh, yes! Benutzen Sie Ihr Gerät, um sie über die Beweise zu bewegen und sie näher zu betrachten. Okay, Freunde. Moggy und die Lupe. Stimmen Sie ab, wie diesen Gast ermordet hat. Oh nein, er hat die Detective-Waffe. Oh, was? Was muss also, jetzt kann ich ein bisschen mit der Lupe rübergehen. Achso, hier. Oh, okay. Jetzt muss ich herausfinden, von wem die Waffe war. Ja, der Buchstabe können ist auf jeden Fall. Der Buchstabe da drin ist ein G. Und damit war es Fully. Ja. Was? Ich bin. Ja, du warst der Buchstabe aber auch in der Pistole ist ein G und in deiner anderen Waffe ist ebenfalls ein G. Bei der anderen Waffe, genau. Kein eindeutiges Urteil. Wenn wir den Mörder erwischen wollen, passen wir eine Mehrheit. Wieso? Oh, weil ich auf Johnny war. G bei Joni. Soll das hier? Und Fuli hat sich jetzt gerettet. Wo ist bei Johnny G? Die Kugel? Das ist doch lächerlich. Was für eine Tragödie. Vier versuchte Morde? Da riech ich doch Moggy. Nein, durch. Das ist vielleicht die Information, die ich nicht mit euch hätte teilen sollen, wie sich herausstellt. Oh, ich bin mir so sicher, dass der arme Jonathan vom Moggy gekillt wurde. Schau, wie gut ich den Buchstaben getarnt habe. Hast du wirklich? Arme Jonathan. Ich weiß nicht genau, welchen Buchstaben du hast, ehrlich gesagt. Ich denke, er hat ein G, oder? Ich will den Mordern Fully bitte. Ich glaube auch, er hat einfach ein I. Ja, ein I. Ich kann nicht. Nein. Welchen Wort wollen wir denn untersuchen? Ich will lieber den von Fully untersuchen. Ich will Jonathan untersuchen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß, wer es war. Warum will ich lieber den von Fully untersuchen? Warum bist du der Chefdetektiv? Keine Ahnung. Das ist unfair. Guck dir den Bart an. Nun, einen Verdächtigen können wir ausschließen. Ja. Seine Zeichnung dieser Waffe liegt direkt vor unseren Augen. Das ist zweimal die gleiche Waffe. Die gleiche Farbe. Ach, weil du zweimal eine Schubkarre gezeichnet hast. Okay, wer war es? Wer hat Jonathan getötet? Ich denke Fully. Nein, du warst es. Du warst es. Du warst es. Wir schwitzen. Gestehen Sie, sind Sie schuldig an diesen Verbrechen? Los, ich war's! Schuldig! Ich war's! Ja, ich war's! Ist die Polizeistation vom Sturm weggespült. Jo, das hat vorbei. Ja, aber es ist... Sie dort leider nicht ihrer gerechten Strafe zuführen. Gute Arbeit bei der Lösung des Falls. Der Vogel ist auch durchtrieben. Darüber, wer für welche Person stimmt. Ja, stimmt. Und vergebe ja. Punkte an diejenigen, die... Wir machen ein bisschen Angst, dass wir das nicht durch das Spiel rausgefunden haben, sondern nur durch Morgis verplappern. Ich wusste nicht, dass das relevant wird. Wir nicht gekommen sind. Ich verspreche, dass wir später noch einmal darauf zurückkommen werden. Nun, was auch immer sie... Oh. Ach du lieber... Nein. Yeah. Die Polizeistation wurde übrigens vom Sturm weggespült. Wir sind also sicher. Mit Hilfe des Prompts auf euren Geräten. Ihr versteckt den gleichen Buchstaben. Er könnte allerdings ein bisschen anders aussehen als... Ich weiß nicht, was mein Buchstabe sein soll. Ich auch nicht. Oh, da oben steht jetzt, auch dabei, was man zeichnen kann. Seht ihr das? Ich stand die ganze Zeit schon dabei. Ja, ich war nur blind. Oh ja, ich habe das auch nicht gelesen. Oh, jetzt verstehe ich. Ach so. Soll ich das zeichnen oder was da steht oder was? Na, wahrscheinlich. Will ich aber nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, dann machen wir es nicht, würde ich sagen. Ne? Ich würde. Nein, ich verrate schon wieder zu viel. Ja, du würdest nicht. Ja, man kann das halt nicht zeichnen. Die können auch nicht vorgeben, was man zu diesen Buchstaben passendes hinbekommt. Das ist doch Schwachsinn.
Okay. Ah. Okay. Mogi ist heute so übersteuert teilweise. Ja, ich habe gerade einen hohen Schwierigkeitsgrad, meine Freunde. Du hast einen hohen Schwierigkeitsgrad? Da steht der Puls bis unter die Decke. Unter die Decke? Unter der Decke. Ach du Scheiße. Okay. Wir kommen der Sache langsam näher. Mein Name macht sogar ein bisschen Sinn von der Waffe. Warum? Wie? Erklär doch mal, Johnny. Was meinst du gerade? Ihr habt die Hälfte eurer Zeit. Ich meine damit, dass das, was ich zeichnen soll, als Bezeichnung für das, was ich zeichne, sogar ein bisschen Sinn machen könnte. Okay, und was zeichnest du? Eine Harke. Naja, wir können eh sehen, von wem. Aber nicht rauflaufen. Seid ihr nichts mehr. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der es noch so gar nicht rafft, das Spiel? Doch, man muss halt. Ist irgendwie so nicht so aufregend. Hä, ich find's super. Ist okay. Auch super. Ja, also ich versuche immer gut gezeichnet. Ich versuche immer die Buchstaben zu erkennen in den Waffen. Das ist auch teilweise der Sinn. Aber weiß man dann da an den Buchstaben, wer der Killer ist? Oder wie funktioniert das dann? Also, bei der ersten Runde war es so, dass man zwei den gleichen Buchstaben hatte. Und jetzt, keine Ahnung. Jetzt hätte man zwei verschiedene. Das heißt, an dem Punkt verstehe ich es auch nicht mehr. Ach so, andere Schriftarten meinst du? Wieso soll ich einen Schild? Oh, weißt du, wenn das gleich noch. Ich kann ihn halt zweimal nicht erkennen. Das war wieder das I, aber das du nicht erkennen konntest, oder was? Nein, der Buchstabe, den ich hatte, konnte ich jetzt zweimal nicht erkennen. Oh, okay. Es war auf jeden Fall zweimal andere Schriftart. Ja. Yeah. Ich denke, das wird bei allen so sein, oder? Beeilt euch, die Zeit ist abgelaufen. Ja, ich denke. Wollt ihr es doch bei der ersten Zeichnung? Warum verplapper ich mich schon wieder so viel? Fully, was machst du denn? Du musst zwei Dinger zeichnen. Morgi, erzähl. Ja, ich habe keine Ahnung, weißt du, ich hab voll was Schwieriges. Oh mein Gott, Fully, du bist so schlecht. Oh, ist vorbei. Indem ihr einen zusätzlichen Namen eingebt. Fully, du bist so schlecht. So, das bringt euch nichts. Er hat anderthalb Minuten nicht geschafft. Ein bisschen. Nein, es springt immer von 2 auf 0. Das heißt, du warst da ein bisschen zu hart zu dem Kleinen. Ich wäre auch dafür, dass du dich entschuldigst. Entschuldi. Ich nimm's dann. Entschuldi, mein Freund. Entschuldi. Ich wusste beim besten Willen nicht, was ich da irgendwie machen soll. Hey Brudi, das ist Entschuldi. Das ist Entschuldi. Das war Maves Spruch mit dem Brudi, was Lucy. War das nicht von Maeve? Doch, das war von Maeve. Ja. Brudi, was Lucy. War gut. Einige Neuankömmlinge. Bitte heißen Sie mit mir. Der war gut, Maeve. Wen haben wir denn alles? Bob Doppelgänger, Ehrenmann Erik. Donald Joseph. Huma. Marcel. Aha. Twitch.tv/ Winter Games Live. Oh mein Gott. Schaut doch mal rein. Wählt einen unserer verbliebenen Gäste und ratet, wer ihn mitgebracht hat. Liegt ihr richtig? Ist euer Anruf. Oh, ich muss eine Waffe zum Töten wählen. Mhm. So. Dann legen wir mal los. Und wie viele Versuche habt ihr schon gescheitert, verkackt bisher? Ich hab eben übrigens gefirst-tried in der Runde davor. Ich bin einfach der talentierteste Mörder. Oh! Was für eine Erleichterung beim Bate des Merlin! Merlin! Warte, heißt das? Oh, warte mal! Synchro ist echt gut. Haben mehrere Leute denselben umgebracht jetzt, oder? Nein, es kann immer nur einen umbringen. Wieso? Oh nein, twitch.tv/fulltimegameslife. Oh, das ist eine Harke.
Oh, das ist doch die Johnny gemeint. Ja, warte mal, doch, ich durfte das nicht verraten. Ich will dir den Mord an. Nein, ich will den anderen, das ist zu einfach sonst. Wer könnte das? Das macht doch keinen Spaß. Aber versteht ihr, intensive Akupunktur? Wollt ihr jetzt wirklich das, wo er sich schon verplappert? Komm schon. Ja? Es ist intensive Akupunktur. Hey! Wir untersuchen lieber deinen Twitch-Kanal. Okay. Schluss, Moggy immer Chef-Detective. Keine Ahnung. Vielleicht haben halt Detective-Gene. Aber sie verstehen, was ich soll das eigentlich für eine Waffe sein? Die hat bestimmt Fully gemalt. Ja, das ist. Hier? Das weiß ich auch nicht. Das ist so eine Schubkarre. Ist da ein F da drin? Was ist da überhaupt für ein Buchstabe drin? Das ist ein J drin, oder? Das ist ein geschwungenes G. Das ist ein J. Das kann J sein. Denn Fully hat den G. Wir haben nie rausgefunden, was Johnny für ein Buchstabe hat. Hatte Johnny ein J? Auch ein G. Das sehen wir doch in seiner Waffe unten, oder? Johnny hat ein J. Wenn ihr es seht. Da ist doch ein J drin, in der Kugel, oder? Kann schwer zu sagen. Das, ja, ich würde sagen schon. Ich sag, weil es einfach so voll gemalt ist, war es Fully und nicht Johnny. Dass Johnny den anderen gekillt hat, oder? Vielleicht war er zweimal. Nein, Moment, er kann nur einen. Okay, ich sage, es ist Fully. Ja. Fully ist nämlich bisher, er hat sehr unkreativ gemalt bisher. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ja, sag mal. Ich war. Er war's. Wie kommst du so aus? Was soll das für eine Waffe sein? Ich hab die gar nicht gezeichnet. Ach so. Ja, ja, das ich ja, stimmt. Ja. Das habe ich mir aber auch schon gedacht. Das hab ich mal vergessen. Ich meine, es könnte ein Seil sein, damit wurde er erdrosselt. Ja. Das war einfach so ein Erdrosselungsdraht. Lasst uns zurück auf. Johnny, du bist davon gekommen. Mhm, mit der Hake. Übung macht den Meister. Zweiter Mord. Nehmen wir mal das. Nun, ich kann nicht sagen, dass das eine allzu große Überraschung war. Ich bin nicht überrascht. Was war das denn für eine Oft? Ich beginne zu glauben, dass wir wohl besser schlossen. Da spürt man die Unendlichkeit oder so. Marcel nein. Und Don. Was ist denn das Donald für ein Cello? Morgen können wir darüber mal reden. Ist das ein Mittelfinger? Ich würde gerne das Cello genau untersuchen. Ja, ich weiß, warum du es untersuchen willst. Das Gefühl, das hat Morgi gemacht. Ja, denke ich auch. Warum würde ich mich dann selbst belasten? Weiß ich nicht, du bist ein Chaotic Evil. Aber Morgi musste in der ersten Runde ein Cello malen, ne? Also er hatte... Ja, also das steht ja auch... Was ist also, das überhaupt, was er als erstes da gemacht also, hat? Warum ist der Mörder jetzt der Chefdetektiv? Das war schon sehr smart von Morgi, aber ich glaube, ich bin der Chefdetektiv. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich denselben Buchstaben da sehe. Nein, guck mal, da ist ein J oben. Da ist das I. Oh, man sieht das J richtig perfekt. Oh, shit! Du hast Scheiße. Recht. Interesting. Oh, shit. Interessant. Ja. Leute. Ich hab's nicht richtig gesehen, aber ihr wart überzeugt, deswegen gehe ich mal mit dem Strom. Ich enttäusche euch nur ungern, aber... Fuck! Oh, das ist nicht mal ein J. Hä, hey, warum wird der Johnny so was Schlechtes malen? Das war bestimmt Maeve. Also ist hier Maeve oder Bus? Ich bin nicht erst mit meinem Kill davon gekommen. Ich sehe das I in beiden Zeichnungen von Morgi. Das war eindeutig Morgi. Nicht sofort lösen, werde ich eine ganze Menge. Oh, ihr habt übrigens einen viel zu einfachen Buchstaben bekommen. Wir haben kalte Fälle. Ich gebe Ihnen Punkte, wenn Sie recht haben. Selbst wenn der Rest der Oh ja, kalte Fälle. Und ich gebe jedem Mörder. Oh Gott, habe ich mir das jetzt gemerkt? Für jeden Detektiv, den Sie überlisten, damit er für jemand anderen stimmt. Die Zeit wird knapp. Bitte beeilen Sie sich. Okay. Ist das eigentlich dieser Wasserspender aus dem anderen Game? Wer hat reinzerschossen? Also ich persönlich bleib dabei, dass ich da ganz eindeutig zweimal das gleiche G erkenne. Ja, ja, ich auch. Ich weiß nicht. Es könnte ein Mögi sein. Mögi? Wo soll das sein? Yeah! Ja, was soll das denn? Darf ich heutzutage niemanden mehr erschießen? Mann. Hast du ein Problem mit Reinsch? Erzähl mal. Ja, ich finde das nicht... Das ist was hast du gegen den, der reinscheißt? Okay, diese Säge. Okay, die Säge. Warte, haben wir hier vielleicht ein W? Ja, von May V. Virino. Hä? Nein, das ist von I, so eine von Moggy. Das ist ein V. Oder ein Wieso muss v? Ich das abgeben? Warum sehen meine beiden Waffen so gleich aus? Wieso muss ich das abgeben, wenn ich weiß, wer es ist? Woo! Warte, Johnny? Ob ihr das N nicht gesehen habt. Was? Nee, hab ich nicht. Aber okay, das sieht doch aus, wie es bei May V auch drin. Was soll das denn jetzt sein?
Wer meint diese Cellos? Das ist ein Das ist einfach nur Maeve. Da ist so ein M drin in der Mitte, seht ihr das? Ist, ja, das ist einfach da, ja, ich seh's. Das ist ein M wie Moggy. Einfach nur weggekritzt mit der Shit. Ja, das war das, wo ich den Browser neu laden musste, ja? Oh, okay. Ich hab 2 Sekunden für das Bild. Irgendein Krickelkrackel. Oh, ich glaub, ich hab ein Gefühl. Ah, wer hat das gemalt? Wer könnte das denn sein? Das ist ja schwer zu sagen. War dann wohl ich. Haben wir bisher jeden Fall hier gelöst von den Kalten? Vor allem dieses Ende ist gar nicht mal so schlecht, ey. Ich bin euch einmal davon gekommen. Das ist Cello. Leute, vertraut mir, es ist Moggy. Das ist Moggy? Ja, man sieht zweimal das I. Das ist doch da voll offensichtlich in dem Schwert und in dem Kreis. Fuck! Fuck! Moggy. Oh mein Gott! Wie sieht denn das aus? Ich würde kein so ein Cello malen, was soll das denn? Ich war mir so sicher, dass es ich hab wieder für Maeve gestimmt. Guckt euch das an. Die Schubkarre. Da seh ich doch das Restaurant zur goldenen Möwe. Ich seh Johnny's N. Tut mir leid, das sieht man nicht. Na, ich sehe da ein ganz eindeutiges M. Man muss hier mehr psychologische Kriegsführung machen, oder? Oh, M ist so ein scheiß Buchstabe. Ihr habt ein I gehabt. Niemand hatte hier ein I. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Moggy wirklich ein I hatte, ehrlich gesagt. Das Einzige, was ihr von mir aufgelöst habt, war wegen, Du hast auch nie jemanden umgebracht gefühlt. Ja. Meine Bilder kamen gar nicht zum Einsatz. Von meiner zweiten Runde habt ihr nicht mal ein Bild gesehen. Ihr habt nicht mal eine der zweiten Waffen gesehen. Ich war es übrigens mit Donald Jones. Du hast rein schon den twitch.tv/fulltimegameslive auf dem Gewissen. Oh nein, jetzt sieht man, wie viel. Warte, und was mit mir? Yeah. Ja, Moggy, ich glaube, wir beide. Ich hatte die besten Gäste. Wir waren anwesend. Drittbester Detektiv und bester Mörder. Ah, so, man musste auch machen, dass man nicht erkennt, von wem die Gäste sind. Ja, das ist jetzt zu Ende ist. Ach, stimmt, man musste ja die Gäste dann den Leuten zuordnen. Aber nur drittbester Detektiv, das. Ich bin Vierter. Ja, du warst der beste Detektiv. Da bin ich stolz drauf. Oh, der alte Maeve. Warte, ich bin nur zweitbester Detektiv, was soll das denn? Ich bin der beste Detektiv. Oh, da sind Johnnys Bilder. Ah, da sind die Bilder. Oh, da ist das N überall. Oh, ich liebe das Ende, wo man dann die Buchstaben sieht. Ja. Können wir die anderen auch noch sehen? Aber seht ihr, in der zweiten Runde ist der Buchstabe abgewandelt sozusagen. Ja, das war Schreibschrift. Oh, jetzt kommen die anderen. Nee, ich meine sogar in den beiden Runden anders. Hä, das ist einfach komplett rot. Ist ein Browser abgestürzt. Er hat doch nichts abgeschickt. Ja, aber das ist gar nicht hervorgehoben, was davon der Buchstabe sein soll. Ja, das ist der ganze Buchstabe. Das G, oder? Ich weiß nicht. Das ist der komplette Buchstabe. Oh, achso, weil ich auch bester Mörder. Das soll das G sein, Johnny. Das hätte Foley einarbeiten sollen. Ja, genau. Oh Gott. So sah mein großes I am Ende auch aus. Ich habe eine Kettensäge draus gemacht, aber kann man das jetzt nicht sehen? Warum fängt sie über uns? Man konnte keins meiner Bilder aus Runde 2 sehen, und wirklich? Ja, und ja, man konnte auch. Weil wir die Top-Ränge haben, Joni und ich. Deswegen. Ja, aber warum sieht man trotzdem so Spieler? Das müssen wir uns verdienen, anscheinend, Moggy, dass man unsere Sachen sieht. Hä? Och, das ist doch unfair. Nicht alle Spieler eingeblendet, wie dumm. Nur die besten 3. Der Mike wurde auch noch das nicht. Das ist zweimal Fuddy. Ne. Das sind nur die. Ja, aber ich habe ja 2 der besten 3. Beste Detective und beste Killer wird nur das angezeigt. Das ist aber eigentlich ein geiles Spiel, wollen wir es noch einmal machen? Wir können auch einmal eine Runde machen. Yeah. Okay. Ich will sehen, wie die anderen, also wie, ja. Diesmal werde ich mich nicht so sehr verplappern. Und damit meine Chancen ruinieren. Ich sage schon mal, was für einen Buchstaben hast du? Was ich gezeigt habe. Ich hatte übrigens ein I vorhin. Oh, wenn Moggy das Ö hat, wäre geil. Ich glaube nicht, dass es ein Öl gibt, oder? Für euch. Hab ich recht? Mal, ich mag's, wie unsicher Fully ist. Oh, es wäre ein Formatierungsfehler. Ich sollte es ja auch nicht so aufwendig zeigen. Oh, ich habe keinen guten Buchstaben. Nein, ich auch nicht. Versteckt eure Visitenkarte. Okay. Oh nein. Ich wünschte, ich könnte euch mehr davon erzählen, aber darauf müsst ihr wohl leider noch ein bisschen warten. Denn nur die Warten kommen in den Garten.
Das ergibt gar keinen Sinn. Nur die Harten kommen in die Hauptstadt. Fully. Mhm. Ja, ja, du weißt es genau. Ich weiß gar nichts genau. Was soll das denn hier? Du weißt es genau. Ach so, ja, okay, dann weiß ich es genau. Du weißt, was das Problem ist. Oh, das ist eine erstklassige Mordwaffe, meine Freunde. Wenn ich das mal so behaupten darf. Hat jemand von euch schon mal darüber nachgedacht, den falschen Buchstaben einzumalen? Ja, das habe ich letztes Mal schon versucht. Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Ich meine, theoretisch hat Fully das geschafft, weil ich habe das I so deutlich gesehen. Aber es war kein I da. Aber ich glaube, es war keine Absicht von ihm. Die Credits gebe ich ihm nicht. Ach so, okay. Dann gibt's ihn mir nicht. Nö. Okay. Boah, ich wünschte, ich könnte jetzt so gut zeichnen wie Johnny. Ja, aber daran erkennt man ja auch, dass ich es bin. Man einfach nur guckt, ob jemand hier ein Zeichentablet verwendet hat. Wenn ihr immer noch an eurer ersten Waffe sitzt, wäre es höchste Zeit, zu eurer zweiten überzugehen. Halt die Schnauze. Also, wo kommt das denn jetzt her? Stress mich nicht, wenn ich kreativ bin. Ich versuche gerade, die kreativen Säfte fließen zu lassen. Genau das. Was ist euer liebster kreativer Saft? Himbeere. Wein. Okay. Himbeere, ich komme. Du weißt nicht mal, was das ist. Ich finde es einfach nur lustig. Ja. Ich verstehe überhaupt nicht, was das ist. Ja, auch nicht, aber ich find's lustig. Es ist lustig. Erklär's mir jetzt. War bestimmt aus Jimmy Neutron. Das ist aus irgendeiner ganz alten, einem ganz alten Beitrag aus der Sendung mit der Maus, wo irgend so ein Monster die Karotten von solchen Kaninchen wegfrisst. Und dann lenken sie damit ab, dass die Himbeere sowas richtig Tolles ist. Und die Himbeere ist bei denen dann irgendwie auf dem Mond oder so. Und am Ende rennt das Monster dahin und sagt, Himbeere, ich komme. Das klingt ein bisschen kinkier jetzt, wo ich es ausschicke, als geplant. Ich kann auch nicht abschicken. Okay, wenn man nicht abschicken kann, wenn man eins zurückmacht, dann kann man abschicken. Oh, okay. Okay. Oh Gott, ich habe gerade ewig gemalt. Ich dachte mir gerade, ich weiß selber nicht mehr, wo der Buchstabe drin ist. Und dann kann ich nicht abschicken drücken. Oh mein fucking Gott. Ich glaube, ich habe was Gutes. Ich habe mich Range genannt. Vergesst euren geheimen Komplizen. Ein geheimer Gast. Gerät, um eurem Gast einen Namen zu geben. Da fällt mir doch bestimmt was ein. Okay. Chris? Wer ist dein Gast? Maeve, hast du deinen Gast genannt? Fully. Achso, okay. Ausgezeichnet. Jetzt seht genau hin. Der Ball beginnt in Kürze. Oh, haben wir dann auch ein Quadrat? Nein. Ein Würfel. Haben Sie diese Falten ja. Schon längst das Runde muss uns eckig. Versuchen wir die Dinge diesmal was? Etwas wegen dem Ball oder was? Ja. Mein Butler ist immer noch am Aufwischen von allen beiden. Das ist der Joke war, dass wir einen Ball haben und dann hat Mori gedacht, das ist. Schau mal, meine Waffe ist Laktoseintoleranz. Weinkiste. Ja, eine Weinkiste. Man sieht ja doch, wer was zeichnet. Ich verstehe. Man sieht eins. Eloan. Okay. Den würde ich gerne umbringen. Stanley, den würde ich gerne umbringen. Danny mag ich nicht. Nur eine kleine alte Frau, der will ich über die Straße helfen. Vinos und den sein. Vino. Oh, den will ich gern fangen. Wunderbar. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, nein, nein. Das ist interessant. Oh, yeah. Oh ja. Jetzt ist eure Chance zu glänzen. Zeit für vier Morde. Nein! Ah, ich hab's falsch gemacht. Ich auch. Hey! Was? Oh, das kann doch nicht sein. Genau das gleiche dachte ich mir auch gerade. Ich wäre mir so sicher gewesen. Nein, ich wollte das machen. Wurde mir mein Mordopfer weggeschnappt. Na. Den wolltest du ermorden. Sowas aber auch, ne? Ihr wollt Eloban umbringen. Warum? Das dürfen wir nicht sagen. Eloban. Nein, sag Johnny, wen wolltest du noch umbringen? Na, Johnny, ihr wollt Eloban umbringen und er tut jetzt so, als ob er keinen Erfolg hatte. Ja, zum Beispiel.
Alter, wie viele Versuche? Ja, wie viele Versuche brauchst du, Johnny? Erzähl doch mal. Ich schwöre, wenn ich noch einmal Leichen auf dem Boden sehe. Ich schwöre, wenn ich noch einmal Leichen auf dem Boden sehe. Dann gebe ich eine schlechte Bewertung auf Google. Aber nur 2 Sterne. Nun, ich nehme an, dass wir das jetzt wirklich machen. Gut, dass hier meine Amateurbeweistafel steht. Okay. Laute Musik. So etwas überreifer Käse. Was für eine Tragödie. Och, kein Grund, direkt Schwarzmalerei zu betreiben. Kein Grund. Wissen, was zu tun ist. Ah ja. Untersuchen Sie die Laute Musik ist zweimal sehr ähnlich, möchte ich anmerken. Ich sehe hier ein paar Zusammenhänge. Siehst du Zusammenhänge? Ich glaube, aber ich weiß noch nicht, wen ich... Obwohl, wenig unter den Bus werfen möchte. Laute Musik. Ich versuche gerade rauszufinden, welchen Buchstaben Moggy in seiner Milchtüte da versteckt hat. Ich versuche gerade rauszufinden, was in der Laktoseintoleranz versteckt ist. Oder das I. Ja. Also in der anderen. Was ist in der Musikbox drin? Ich weiß nicht. Wollen wir Laktose... Okay. Elobahn? Wollen wir Laktoseintoleranz? Ja, Laktoseintoleranz. Oh, pass mal auf. Mhm. Was seid ihr von den Punkten, die sowohl über Johnnys W zu M zu sehen sind, als auch über dem Haufen Scheiße? Oh, das ist stark. Das sind aber ich glaube, das ist falsch. Ich bin mir nicht sicher, ich sehe das. Johnny, dann deck mal auf. Ich sehe da von Fully so ein E. Der link, der rechte Knopf von Fullys Vino, was auch immer das ist, nicht Knopf. Ja, ich würde auch sagen, dass die Weinkiste von Fully ist sehr verdächtig. Da sind zu viele Buchstaben, die er reingemalt hat. Er hat ein bisschen überkompensiert. Oh Gott, ich kann das hier gar nicht richtig steuern. Bei lauter Musik ist ein M. Da ist doch das E. Das stimmt. Das ist doch das gleiche wie da bei Fully, oder? Vielleicht ich hab gehört, Jonathan was ich hören wollte. Da. Ach komm, ich lass mich überzeugen von euch. Außerdem hat Fully abgelenkt und gesagt, ich wäre doch erfolgreich mit Elobans Tod gewesen. Treffen Sie eine Entscheidung, das war zu offensichtlich, Fulltime Games. Das ist nicht wahr. Du hast es getan. Ja, ich war's. Gib's doch zu. Also, sobald meine ich rufe die Polizei. In der Zwischenzeit können Sie genauso gut bleiben. Ich meine, hey, ihr wolltet eh alle Eloban töten, also komm schon. Ich habe euch einen Gefallen getan. Ja, da ist was dran. Zeit, ihre was ist diese Weinkiste da? Bei dem überreifen Käse hat doch irgendjemand... Ich glaube, ich würde gerne die Weinkiste genauer begutachten. Das ist doch ein V, oder? Mate? Bei der Weinkiste hat irgendjemand... V? Was ist das? Ein V? Nee, das ist ein N von Jonah. Oder ist es Maverick? Oh, stimmt, das ist ein N. Es ist ein N, da sieht man es. Entweder ist es Maeve oder es ist Johnny. Ja. Also ich würde sagen, Maeve versteckt eine Menge Ends. Aber Johnny auch. Hat Johnny jetzt... Johnny mit seinem dummen, verwirrenden E. W. Ich bin Chefdetektiv. Dann untersuch doch mal. Ich untersuche den Fall. Das ist eindeutig ein N, seht ihr? Ich sage, das ist der... Ist es aber? Haben wir bei Johnny eins? Ich meine, das könnten die Clown sein. Ja, bei den Clownen auf jeden Fall ist ein N. Und zwar die erste gleich rechts. Maeve hat halt auch sehr viel. Ich glaube, Maeve hat ein M. Maeve hat vielleicht ein O. Vielleicht habe ich auch ein N. Vielleicht hast du auch ein N. Das war wirklich super offensichtlich. Ja. Yeah. Das war. Ich dachte, ich zeichne irgendwas Simples, damit es nicht aussieht nach einer Zeichnung wie Mai. Also, ja, keine Ahnung. Deswegen, wenn du bei Miku-Test durchfallen willst, dann kommst du bei Miku raus am Ende. Also, wenn du einen sehr gering haben willst, dann kommst du so raus, dass du eigentlich nicht atmen könntest. Ja, genau. Ach so. Sowas, als Johnny schlecht malen wollte, es war einfach zu schlecht. Am Leben zu halten. Das stimmt. Zeichnet nun 2 weitere Waffen mit Hilfe des Prompts auf euren Geräten. Tja. Hey, das ist super unfair. Ihr habt ja gewusst, was Folio und ich jetzt haben. Euren Buchstaben kennen wir noch gar nicht. Oder? Ich weiß nicht, was ja gar die anderen Sinn. Buchstaben sind. Ja, dass wir miteinander reden, ist ein bisschen
falsch. Vielleicht. Also sollen wir einfach nicht mehr reden? Ja, nie wieder reden. Okay. Nie wieder reden. Oh, nie wieder reden, das wär's doch jetzt. Dafür haben wir eindeutig die falsche Tätigkeit gewählt. Du vielleicht? Halt mal die Schnauze. Okay. Beruhig dich mal. Gleich gibt's doch Tote. Das ist kein Scherz. Malt ihr eigentlich die Begriffe, ja, die vorgeschlagen werden, nach? Ja, weil dann habe ich halt irgendwie einen Prompt. Okay. Oh, ich kenne die Größe nicht. Oh nein. Größe ist teilweise komisch mit der Maus. Die Hälfte eurer Zeit. Wie war das mit dem Abschicken? Mit eurer zweiten Zeichnung beginnen. Wie kann ich abschicken? Drück zurück, wenn es nicht geht. Wie zurück? Ja. Einmal zurück und dann kannst du wieder abschicken drücken. Ah. Und sonst so? Ich mal hier ein bisschen eine Mordwaffe. Ich hab geplant, heute einen Mord zu begehen, du auch? Ja. Cool. Den willst du umbringen? Vielleicht hat Morgi noch einen zweiten Cutter, den Fully töten kann. Ich hab mich ein bisschen gefreut über meinen Masterplan. Ich mein. Über meinen Geniestreich. Meine Mordwaffen werden nicht drankommen, aber... Sein zweiter Cutter ist auch mein Cutter, ich brauch den noch. Es würde mich wundern, wenn irgendjemand von euch in der Lage wäre, meine Buchstaben zu entziffern. Ich erkenn's. Okay. Große Worte. Okay. Alter, was? Wie lange kann man... Wow. Was denn? Wie lange kann man sich umsetzen und irgendwas irritieren? Das hat ja gar nicht aufgehört zu rumpeln. Na, sorry. Ah, die Kimme. Wir hätten eh vergessen. Gardevoir ist ebenfalls falsch geschrieben. Schlaubi Schlumpf ist ebenfalls falsch. Bernd Hundewetter. Ricky Melcher, das ist schon wieder falsch geschrieben. Mensch, Ricky, schreib das doch jetzt mal richtig. Scheibenkleister! Scheibenkleister! Was ist dir schiefgelaufen? Wissen verkörpere, nicht wahr? Was sagt das über euch aus? Oh! Warum sind wir so ruhig beim Leichmann Willy Brandt? Ach so, okay, Johnny ist einer der. Es war ein Leichmann Willy Brandt! Nein, es muss doch First Friend sein, so schnell wie es ging. Geht es nur mir? Was ist denn das für ein Spruch? Dicke Brimme. Alter, zu Vino sagt man No? Das unterschreibe ich nicht. Etwas anzuschauen ist immer eine gute Methode, um mehr darüber zu erfahren. Ich sehe da zweimal Rutsch. Ich habe das Gefühl, Moggy hat Ricky gekillt. Weil. Moggy möchte den Fall von Dickrum aufklären. Normalerweise sagt er zum Vino Nino, aber hier hat er jetzt. Moggy? Moggy, warum möchtest du auf einmal an das Thema angehen? Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich will den Mord auch untersuchen. Und dann drückt man nur auf Speed so. Nach dem Motto. Ich bin unschuldig. Ich als Chefdetektiv. Ich darauf, dass ihr aber ein gutes Gefühl. Welchen Buchstaben hat Morgi versteckt? Ihr müsst schon sagen, welchen Buchstaben ich versteckt habe. Es könnte hier oben was sein. Vielleicht ein O, was er einfach ausgemalt hat.
Vielleicht hat das hier unten in dem ganzen Geschnürke versteckt. Oh, da sehe ich ein L oder sowas. Oder einer von euch beiden lügt und er war's. Morgi, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich zu Vino sagen würde. Du sagst zu Vino normalerweise so nie nur. Nehmen wir wohl den Mögi. Okay, Morgi, dann gucken wir mal, ne? Mögi. Und? Das ist halt unfair, ihr habt null den Buchstaben erkannt. Das ist halt so ein Schwachsinn. Ihr könntet mir nirgendwo sagen, wo ein Buchstabe sein könnte, geschweige denn, wo er bei der Milchtüte ist. Und ich hab trotzdem verloren. Ich weiß immer noch nicht, welchen du hast. Du hast irgend so einen Schnörkelscheiß. Ich hab I. Das ist da links im Rand gewesen. Bist du sicher, dass du ihn hast? Ja. Ich weiß nicht, ob er sich sicher ist, wenn ich ehrlich bin. Die letzten zwei Morde. Das ist der beste Teil. So. Okay, wir sollten alle einmal tief durchatmen und Günther Oettingers Englischkurs. Was? Sind nur schon wieder ein paar Leute gestorben, ist okay. Was ist denn jetzt? Ist da gerade jemand umgekippt? Eigentlich also zusätzlich noch? Meine Spende für Chinchillas ohne Grenzen ankündigen. Ja. Aber ich glaube, das würde von den ganzen Morden wohl etwas überschattet werden. Ah. Oh Mann. Überreifer Käse und Laktoseintoleranz. Johnny, was soll denn dein überreifer Käse sein? Bitte? Was soll denn dein überreifer Käse eigentlich sein? Ich weiß nicht, ich habe davon noch nicht drauf geachtet, wie das heißt. Der überreife Käse. Das ist sein Künstlername. Das ist doch ein N in dem Dampfding, seht ihr das? Das ist aber nicht, nein, das ist nicht echt. Nee, das ist mit zwei Ansätzen geschrieben und nicht mit einem. Stimmt, das ist mit zwei Ansätzen geschrieben. Aber wo ist da überhaupt ein Buchstabe versteckt? Das ist schon nicht schlecht. Aber das könnte ein L sein in dem einen Bein, seht ihr das? Von der Figur? Die Laktose, seht ihr seine Bein, wie komisch das da liegt? Also wir sind uns eigentlich, dass links die Laktosentoleranz auf jeden Fall von Johnny geschrieben wurde, oder? Gemalt wurde. So, ist so krass sein Stil. Ja. Es sieht halt auch genau so aus, wie der überreife Käse. Kann es überhaupt Johnny gewesen sein? Weil Johnnys Zeichnung ist dort blau. Und dann die Farben sind nicht gleich, das wäre doch dumm. Die Farben sind anders. Genau, die Farben sind anders. Aber komm, wir gehen trotzdem mal an den ran. Ich habe das Gefühl, dass links vielleicht Johnny ist. Kannst du ja bei den kalten Felden mal versuchen. Ich bin also Chefdetektiv. Was ist denn Fully für ein Buchstabe? Was schauen wir uns denn da mal genauer an? Bisher. Das ist das Problem. Wir finden nie die Buchstaben raus. Ja, doch, natürlich ist derselbe wie die letzte Runde. Bei Fully. Und was war es letzte Runde? Weiß ich nicht mehr. Was hat Maeve? Komm schon, da wisst ihr doch noch, dass letzte Runde Fullys Buchstabe war, oder? Maeve hat ein M, oder? Ah, er hatte dieses E. Oder G halt, dieses komische Schnörkel. Ich würde sagen, stimmt, da ist ein V drin beim Käse. Ich glaube, beim Käse ist ein V, deswegen ist es Maeve. Ich glaube, Maeve hat das da auch irgendwo, genau. Ja, nein, der ganze Fully, seht ihr das? Da ist das gleiche wie in dieser... Maeve hat... Es ist Fully. Es ist ein V, es ist Maeve. Maeve hat nur Fully würde gerade war. Sich schnappen. Sprache. Ja, das ist ja auch... Oh, was? Maeve war es nicht. Tja, hab's euch gedacht, ne? Ich nehme an, es gibt für alles ein erstes Mal. Er hat's gut abgelenkt. Mitternacht? Mitternachtssnack? Kalte Fälle. Raten Sie bei den verbliebenen Fällen einfach auf los. Halt. Die kalte Fälle. Bitte beeilen Sie sich. In der Küche? Oh, laute Musik. Opfer Vino. Wer hat Vino umgebracht? Was ist das da überhaupt? Wir haben voll wenig Zeit, ne? Oh Gott, Ist da ein I drin? Moggy meinte, er hat ein I. Ich sehe da ein paar gerade Linien. Moggy wäre einer, der den Vino vernichten würde, ne? Er war Anti-Vino in dieser Runde. Oh mein Nein! Gott! Er war's wirklich! Ah, er hat ein I! Oh, wie gut ist das versteckt? Ich habe so viel Mühe gegeben. Wieder mal zum Opfer. Das ist so gut versteckt. Stanley? Überreifer Käse. Da versucht jemand ein M zu verstecken. Seht ihr? Ja. Yeah. Warte, das hat doch, aber Johnny hatte das. Warte, nein. Oh. Wer hatte das M? War es Maeve? Nein, Moggy hat ein M. Maeve hat das M. Ich hab doch kein Leute, M. Leute, das ist nicht verarscht. Wir hatten in der Runde gerade eben ein I von mir. Moggy hat doch ein I. Das ist kein M. Das sind drei M, Leute. Da ist ein M. Schau doch hin. Du bist es, Maeve. Schuldig. Du bist es. Du Schuft. Das war auch scheiße, die Zeichnung. Ausgezeichnete Arbeit. War auch scheiße, was. Wer hat
Dickmerimme. Wer hat Dickmerimme falsch geschrieben? Das ist nicht mehr Dickmerimme, das ist einfach raus. Nur Zugrim. Ist das von Joni? Da, ich sag auch, Johnny, die Note ist zugeschwungen. Ich finde auch, Johnny, ja. Die Note ist zu gut gezeichnet. Es war bestimmt Morgi. Aber wo hat er das einfach? Ach, da das ist voll gut, das ist richtig gut. Ja, das ist auch ein Geschenk, so, keine Ahnung. Da hat mir das Spiel eine Easy-Form vorgegeben. Und das ist. Frag mich, wer das war. Ich glaube, es war Mögi. Das Ende ist da im Finger, ne? Oder? Da ist irgendwas im Finger, ja. Niemand außer Johnny könnte so eine Hand malen. Irgendwas ist da im Finger. Ja. Oh yeah! Ich war's. Und es hat Spaß gemacht. Schön. Ich glaube, ich schubfe okay. mich mal. Okay, das. Okay. Es war nicht Maeve. Es kann nicht. Es muss Moggy sein. Es muss. Das doch würde Moggy jemand sein, sagen, oder? Der es selber war, Fully. Das ist ja klar, oder? Ich war nicht. Maeve war es nicht und Johnny kann es doch gar nicht. Natürlich war es nicht, Fully. Fully kann es selber ich sein. Ich war es nicht. Nein. Ha. Okay, dann glaub mir nicht. Es ist was würde den Mörder sagen, Fully? Ich würde nie Gardevoir umbringen. Ich wusste es. War. Schau ich das I an. Es war. Yeah. Morgi, schau ich wie das I oh getarnt ist an. So, wie er lacht, er ist davon gekommen. Na, ich das I ist aber auch voll einfach zu verstecken, das N muss man immer in irgendeine Zackenscheiße verwandeln. In diesem Raum voller blutdürstiger Mörder war immerhin einer von ihnen auch ein ganz passabler Detektiv. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich war ein guter Detektiv, ja. Der Fully, fünfmal erster, was? Ich glaube, Morgi ja, war ein guter Menge war Morgi denn ein guter Killer, wenn er mit einem davon gekommen ist? Yes. Ja. Zwei Spieler getäuscht während kalter Fälle, scheinbar. Ha! Stanley! Boah, das sind einige Versuche. Ja, den Stanley haben wir nicht gekriegt. Ja, das war so ein No-Name. Das muss ja funktioniert. Ich hab versucht, Stanley mit Moggy zu verbinden. Finde ich so gut in diesem Spiel irgendwie. Bei Gardevoir fehlt ein U am Anfang, oder? Ich hab halt gute Gäste. Ja. Deswegen konnte ich dich direkt mit Gardevoir auf Mord bringen. Ich war hier nicht einmal in der Endcard. Ich spiele natürlich Pokémon. Ich hab mich vertippt. Oh, Platz 2 bedeutet, wir werden meine Bilder sehen. Leute, denke ich bin nämlich sehr stolz darauf. Ist nichts für mich. Ich bin nämlich sehr stolz darauf, wie ich die versteckt habe. Ja, ich hatte übrigens ein G. Das G. Du hast in der ersten Runde auch das G. Oh, yeah. Ja. So viel lame, dass man immer denselben Buchstaben kriegt. Diesmal habe ich sie besser versteckt. Ja, wir hätten neu laden sollen, dass wir neue... Ja. Ja, aber eigentlich hätte man denken können, wenn man auf neue Spiele drückt, dass es automatisch andere Buchstaben sind. Das ist ein I. Na, bei dem Vino, das habe ich nämlich genau dieses Schnörkelding habe ich nämlich als Buchstaben erkannt. Das habe ich auch gesehen. Aber ich wusste nicht, wie das gehört. So. Ja, sieht nicht aus wie ein I. Was soll die Scheiße? Ja, guck mal, mit I, Moggy hat schon echt Glück gehabt mit den I. Ja, den Mann. Na, ich will sagen, beim Käse habe ich aber auch gut untergebracht. Die Zeichnung hast du sehr gut. Ich finde, das N war schwer zu verstecken von Johnny. Also, Johnny, alle Ehre. Das N ist so offensichtlich. Und das M fand ich halt übelst schwer immer zu verstecken. Ist es auch. Ja, weil der Weinkiste einfach extra schlecht malen wollte. Es kam einfach nur ein paar Striche raus. Ja, die Zeit lief auch ab. Zusätzlich noch. Ich hab bei der Weinkiste so getan, als wären da andere Buchstaben drin. Aber dann ist mir irgendwann eingefallen, hat irgendjemand überhaupt ein R drin? Kann man jemanden damit verarschen? Das G bei der Note war aber auch wirklich gut versteckt. Danke, danke. Ich bin immer noch bei dem I beim Käse, da bin ich immer noch so stolz drauf. Das ist auch echt gut gewesen, das hätte ich nie erkannt. Absolut. Ja, das ist stark. Ja. Aber der Buchstabe. Moggy hat das mit der Waschmaschine ist auch super gut. Das habe ich echt nie gesehen. So. Ach, das war eine Waschmaschine? Nein, das sollte eigentlich... Sollte so ein Verstärker so sein, weil dachte ich mir, ja, sieht nicht aus nach Musiktod. Dann habe ich noch einen Lautsprecher drunter gemalt. Ja, aber es sieht aus wie eine Waschmaschine. Sieht aus wie eine Waschmaschine. Und übrigens sehr, sehr schlecht, dass man nicht alle Karten am Ende sehen kann. Ja, das ist so schade. Ja. Ich meine, wir können jetzt 3 von 4 sehen. Dafür gibt es auch gar keinen Grund irgendwie. Ne. Es ist halt nur die ersten Plätze von allen. Ja, aber warum? Die gezeigt. Ja, ich weiß nicht. Ja, eben. Bei anderen Spielen sieht man auch alles, was jeder gemacht hat. Eigentlich schon. Stimmt. Es sieht aus wie eine Waschmaschine. Da links kommt das Waschpulver da rein. Ist doch sogar, ja, ich sehe es jetzt, ja. Da ist doch sogar so eine Tür. Will. Stimmt. Das ist sogar eine Glasscheibe. Hast du noch Wäsche zu machen, Moggy? Die Waschmaschine ist voll tatsächlich. Ich sollte sie mal durchlaufen lassen. Okay. Okay, und dann würde ich sagen, das war soweit eine Runde Weapons Drawn. Ist ganz spaßig. Ich wünschte mal nette... Da haben wir die Weapons gedrawnt. Na, ich habe das Gefühl, manchmal. Ah, wir haben uns teilweise ein bisschen verplappert.
ich bin nicht gemacht für dieses Spiel. Oder ich hatte einfach einen schlechten Buchstaben. Eins von beiden. Ach ja. Sei nicht so hart zu dir, du bist nicht gemacht für dieses Spiel. Habt ihr gesehen, wie ich das M in Weapons Drone versteckt habe? Wie ein Profi. Gute Arbeit. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.